Was bedeutet das für Ihr Magazin 4C, das in Print und in digitaler Fassung ausgeliefert wird? Wie verteilen Sie jetzt Ihr Geld? Das ist eine gute Frage und gleichzeitig ist die Antwort vielleicht ein bisschen enttäuschend. Für unser Magazin bedeutet das erste Mal, dass es ein hochinteressantes Thema ist. Und in diesem Spannungsfeld zwischen Print und digital zu recherchieren oder Themen aufbereiten, ist halt spannend. Es ging halt in der Studie von ASG ausschließlich um amerikanische Regionalzeitungen. Und daraus Handlungsempfehlungen auch nur für überregionale Zeitungen in den USA ableiten zu wollen, wird furchtbar schiefgehen und noch viel mehr gilt das für ein deutschsprachiges Branchenmagazin. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass halt im Medienbereich bei Trends ganz gern wieder mal ein neues Auto durchs Dorf gejagt wird, der dann hinterhergerannt wird, aber man sollte schon im gleichen Dorf sein, um das Auto zu erwischen. Sagt zumindest Martin Schwarz vom Branchenmagazin 4C aus Wien. Und wie die deutschen Zeitschriftenverleger beim Digitalgeschäft dieser Studie beurteilen, hören wir gleich vom Deutschen Zeitschriftenverband Hauptgeschäftsführer Stefan Scherzer. Ihnen, Herr Schwarz, erstmal vielen Dank nach Wien. Müssen Sie nicht Ihre Anzündung zu